Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Regierungsrat, ich schließe mich gleich meinem Vorredner Transfeld an und bewundere wirklich den Mut des Regierungsrates in dieser verfahrenen Situation, hier einen Schritt auf die Opfer zuzugehen. Marcel Widmer verstehe ich insofern, als er sagt, wir sollen nicht heute Fehler machen und mit dem Finger auf die Vergangenheit zeigen, sondern auch versuchen, in der Gegenwart keine Fehler zu machen. Aber solange wir leben, machen wir auch Fehler. Die Kleinlichkeit verstehe ich dann nicht, dass man sagt, es ist ja nur Geld, oder? Ich glaube, Marina Bruckmann, der ich als Initiatorin sehr danke, hat sehr schön diese menschliche Komponente aufgezeigt in diesem Saal. Für die Betroffenen ist auch ein symbolischer Betrag oder aus unserer Sicht ein nicht wahnsinnig relevanter Betrag relevant, um einen bereits bemühtes Spruchmuster zu wiederholen, sage ich, Entschädigung mit Geld ist nicht alles, aber eine Entschuldigung ohne Geld ist nichts. Genau. Dann begrüße ich, dass Herr Senn hier verschiedene Fragen stellt, aber auch mit diesen offenen Fragen verlieren wir uns doch nicht in kleinlicher Krämerei. Natürlich ist es wahrscheinlich schwierig, die Pharmaindustrie mit einzubeziehen, aber wenn das nicht geht, die Opfer stehen doch im Vordergrund. Dann die formalistischen Überlegungen der SVK kann ich auch nicht nachvollziehen, warum sich hinter Paragraphen und juristischen Überlegungen verstecken. Es geht hier um Menschen, die auf uns warten, auf unser Verständnis für ihr Leiden. Und spezielle Situationen verlangen halt nach speziellen Lösungen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass eine solche Entschädigungsregelungsgesetz gleich mit einer Sunset-Klausel versehen wird, denn irgendwann sind diese Entschädigungen abgearbeitet und das Gesetz sollte dann ohne weiteres Tun verschwinden. Danke.